So, ihr Lieben, da ist er, der Ben & Jerry's schöner Döner. Und ich habe euch ja gestern schon mit auf den Scoop Shop genommen. Und da habt ihr vielleicht mitbekommen, oder ich habe es, glaube ich, da noch nicht gesagt, dass es diesen Döner nur für 2 Wochen geben wird. Was genau es ist, werden wir uns gleich nochmal anschauen, beziehungsweise einfach probieren, würde ich sagen. Er ist ein bisschen geschmolzen, weil ich ihn tatsächlich mit nach Hause genommen habe. Und entschuldigt hier die Straßengeräusche und das Vogelgezwitscher, aber es ist einfach zu schön, um das Fenster geschlossen zu halten. Ja, es wird ihn jetzt für 2 Wochen im Scoop Shop geben, danach erstmal nicht. Das ist die bisherige Info. Hier ist er. Also, er kostet 5,90 €, ist natürlich relativ viel, muss ich sagen. Aber es ist eine Sondersache, die es halt wirklich nur kurz geben wird. Die Waffeln werden direkt im Laden gemacht. Also gestern Abend haben wir die direkt gemacht und machen sie auch sonst. Und das finde ich wirklich richtig cool. Gestern haben sie da wirklich auch richtig, also in jeden Gast einen rausgehauen. Richtig Wahnsinn. Man kann sich eine Kugel Eis seiner Wahl aussuchen. Ich habe tatsächlich Vanille genommen, weil mir der Scooper das empfohlen hat, weil er meinte, dann kommen die anderen Geschmäcker besser zur Geltung. Und weil das jetzt auch schon ein bisschen geschmolzen ist. Eigentlich ist es ganz cool, weil dadurch sieht es halt so ein bisschen mehr nach Soße aus. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das hier ist quasi der Eisbergsalat. Also das sind die die grünen Kokos, grün eingefärbten Kokosraspeln, das soll der Eisbergsalat sein. Das hier soll eine Art, also ist Jelly und soll quasi die Tomaten darstellen. Und die Jelly soll das Ketchup sein. Und das hier sind Erdbeeren, gefriergetrocknete, genau. Und die sollen die Tomaten sein, soweit ich weiß. Und dann haben wir noch Schokolade, die hier fehlt oder die total geschmolzen ist. Ich weiß nicht, wo die Schokolade ist. Also eigentlich waren die noch so richtig voll. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Mit Schokoladenraspeln. Das war halt das Dönerfleisch. Aber vielleicht haben sie unterbewusst gewusst, dass ich eigentlich vegetarisch bin. Beziehungsweise halb vegan bis auf Eis. Und deswegen haben sie das Fleisch weggelassen. Obwohl ich gegen Schokolade wirklich nichts gehabt hätte. Aber dafür sieht es nach sehr viel Schoko aus. Und ja, so vom Handling her fühlt sich das echt an wie Döner. Ist natürlich nicht so voll, aber man muss auch dazu sagen, es ist halt schon geschmolzen. Ja, sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Ich habe mit irgendwie halt einer Sorte, im Sinne von Scoop-Sorte gerechnet und nicht mit so einer Kreation. Insofern war ich da wirklich überrascht. Wie ist es denn bei euch? Mit was habt ihr denn so gerechnet, als ihr von der Sondersorte gehört habt? Und ich würde sagen, wir probieren einfach, versuchen mal die Vanille-Eiscreme zu probieren. Und auch alle, die Spaghetti-Eis als Klassiker einer Eisdiele gerne mögen, die sollten Vanille bestellen. Weil gerade in der Kombi mit den Erdbeeren natürlich, das hier, davon rede ich, ist jetzt echt noch ganz schön hart. Aber diese Kombi hier schmeckt halt extrem nach Spaghetti-Eis. Jetzt will ich aber mal die Kokosraspeln probieren. Wow, sehr, sehr starker Kokosgeschmack. Müsst ihr mögen. Könnt ihr sicherlich auch mit mehr Schokolade stattdessen bestellen, wenn ihr es nicht mögt. Bestellen ja auch viele ohne Salat. Das hier ist das Jelly. An alle, die auf Gelatine verzichten, was ich eigentlich auch tue, das hier nicht essen. Auch nicht probieren, aber es schmeckt wie Wackelpudding. Ganz schön sauer, aber cool. Passt gut zusammen. Also wirklich sommerlich. Und das jetzt quasi mal alles auf einem Löffel. Ich finde, es sieht echt eigentlich ganz cool aus. Die Schokolade fehlt halt. Also die fehlt hier wirklich bei meinem Döner. Bei meinem schöner Döner. Hat so einen Hauch von Spaghetti-Eis. Und jetzt diese Waffel. Wie gesagt, gestern im Laden gemacht. Kann man nichts mit falsch machen, ist jetzt aber auch nichts Spektakuläres. Ist halt eine Waffel. Hat keinen besonderen Eigengeschmack oder so. Schade, dass die Schokolade nicht da ist, weil die ist sehr besonders für den Scoop Shop. Die ist vegan, fair gesourced. Und gibt es da als Schokobrunnen. Richtig, richtig toll. Da seid, müsst ihr unbedingt euch die Schokolade oben drauf machen lassen. Egal, ob es auf eine Kugel Eis ist oder auf den schöner Döner, wenn ihr den noch bekommt. Schreibt mal drunter, was ihr dir von der Idee haltet. Ich muss sagen, ich finde es echt eine richtig coole Idee. Ja, das wird jetzt wohl mein Frühstück sein. So viel dazu. So,